Viele Menschen, viele Unternehmer und Selbstständiger sind gerade in einer Krise. Und die gute Nachricht ist, dass es eine wissenschaftliche Untersuchung gibt, wer hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass du deine Krise überwindest. Und diese Untersuchung, dieses Beispiel werde ich dir heute vorstellen, sodass du davon sofort profitieren kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung mit über 40 Beratern, die bundesweit beraten, sondern ich bin auch Professional Coach und Trainer und ich bilde nebenbei auch im Survival Training aus. Mich hat eine Studie vor vielen Jahren begeistert, wo Menschen mit Mäusen miteinander in einer gleichen Situation verglichen worden sind, also deren Verhalten verglichen worden ist, um festzustellen, wer wirklich intelligenter ist. Und interessant ist, wie die beiden abgeschnitten haben. Du siehst in diesem Versuchsaufbau zwei Labyrinthe. Die sind original gleich aufgebaut und irgendwo in einer Ecke wurde ein Stück Käse hingelegt. Und zuerst wurde die Maus hineingelassen ins Labyrinth und es wurde die Zeit gemessen, wie lange die Maus gebraucht hatte, um den kürzesten Weg zu finden. Und auch am zweiten und am dritten Tag wurde die Maus wieder hineingelassen und der Käse lag an derselben Stelle und es wurde wieder gemessen, ob die Maus gelernt hatte, ob sie schneller war. Und tatsächlich war die Maus am zweiten und am dritten Tag immer schneller als beim ersten Tag. Und danach wurde auch der Mensch reingelassen und es wurde wieder gemessen, wie lange der Mensch brauchte beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Und das Interessante ist, die Zeiten waren ungefähr gleich. Das heißt, sehr viel schneller war der Mensch auch nicht, sondern Maus und Mensch haben sich fast identisch verhalten. Und dann kam der zweite Teil des Versuchs. Und der bestand darin, dass der Käse verlegt worden ist. Und wieder wurde die Maus reingelassen und es wurde die Zeit gemessen und sie ist sehr schnell wieder zu dem Ort gegangen, wo bisher ja der Käse war. Aber dort war er nicht. Dann hat sich die Maus kurz umgeschaut, hat gesagt, hier ist kein Käse, also suche ich weiter. Und dann ist sie wieder auf die Suche gegangen, bis sie den neuen Käse gefunden hat oder den Käse am neuen Platz. Und am nächsten Tag ist sie auch kurz zum alten Platz, aber sehr schnell zum neuen Platz. Am dritten Tag ist sie gleich zum neuen Platz hingegangen. Sie hat also sehr schnell sich in der veränderten Lage zurechtgefunden, dazugelernt und den neuen Platz mit dem Käse wiedergefunden. Aber wie hat sich der Mensch verhalten? Der Mensch ging also wieder in das Labyrinth rein, genau wie die Maus an den alten Platz, wo der Käse früher lag. Aber da lag er nicht. Was hat nur der Mensch gemacht? Hat er sich auch kurz umgeschaut wie die Maus und ist dann sofort auf Neusuche gegangen? Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat sich in die Ecke gesetzt, er hat sich beklagt, er hat gesagt, wo ist denn der Käse? Bisher lag der Käse ja immer hier. Warum ist er auf einmal weg? Das haben wir noch nie so gemacht. Und übrigens, die da oben sind schuld, die müssen mir jetzt Käse mit einem Fallschirm abschmeißen. Und überhaupt, die anderen sind verantwortlich, dass hier heute kein Käse mehr liegt. Und sie haben viel Zeit und Energie verwendet, um sich schließlich auch noch kleine Tafeln zu malen, auf die Straße zu gehen, zu sagen, uns wurde der Käse geraubt, ich armer Mensch, bitte hilft mir. Wenn wir die Geschichte also zu Ende denken, dann wird der Mensch irgendwann in der Ecke sitzen und verhungert sein, weil er sich selbst leid tat, weil er sich beklagt hat darüber, wie die Situation sich verändert hat und vor allen Dingen, weil er die Schuld für die Situation anderen gegeben hat. Und hier liegt eine wichtige Erkenntnis, wem du die Schuld gibst, dem gibst du auch die Macht zur Veränderung. Das heißt nur, wenn du selbst die Verantwortung dafür auch übernimmst, dass der Käse woanders liegt, dann kriegst du auch Energie und kannst wie die Maus neue Wege suchen, um den Käse wiederzufinden. Das Problem aber in unserer Gesellschaft, an unserer Erziehung, unserem Schulsystem ist, dass wir nicht gelernt haben, schnell mit der Lage uns anzupassen. Vielmehr ist es so, dass wir als Kind uns genauso verhandelten haben wie die Maus, dass wir also auch gelernt haben, Neues auszuprobieren, spielerisch das Labyrinth zu erforschen, um den neuen Platz mit dem Käse zu finden. Die meisten Erwachsenen heute aber haben gelernt, die Verantwortung abzugeben, also fast schon unmündig, sich selbst leidtun in der Ecke zu sitzen und andere zu beschuldigen und sich auf die Gesellschaft zu verlassen, wenn es darum geht, das eigene Überleben sicherzustellen. Deshalb möchte ich dich heute einladen, wieder so zu werden wie die Kinder, also einen Unternehmergeist spielerisch zu entwickeln und sich genauso zu verhalten, wie es die Maus auch macht. Nämlich nicht einfach nur den eingefahrenen Wegen und Routinen nachzufolgen, die es bisher gab, wenn du also als Angestellter in eine Firma kommst und du hast deine Prozess-Dienstplananweisung, das immer so zu machen wie bisher, sondern das in Frage zu stellen und vor allen Dingen den Mut zu haben, ein neues Schneefeld zu betreten, wo gar kein Weg da ist oder die bekannten Wege versperrt sind und dann einen neuen Weg zu finden, den du vielleicht als Erster wie ein Spurer im Schneefeld in das Schneefeld hineinziehst. In Krisen sind die Menschen am meisten gefragt, die neue Wege finden, wenn sich der Käse verlegt hat, den Käse also wiederfinden. Das gilt aber nicht nur in der Krise, auch sonst, wenn es normal ist, sind die Menschen am erfolgreichsten, die neue Wege, neue Lösungen entwickeln. Das bedeutet, nutze jetzt die Krise, um deinen Unternehmergeist zu testen, um wieder zurück sich zu entwickeln, wie ein Kind mit der spielerischen Neugier, einfach sich auf den Weg zu machen und auch das Risiko nicht zu scheuen, wenn du dich einfach mal verläufst.
Denn du weißt, genauso wie die Maus, irgendwann eines Tages wirst du den neuen Käse finden. Und das kannst du nur, wenn du Hoffnung hast. Das kannst du nur, wenn du den Glauben hast und es für möglich hältst. Also eine positive Erwartungshaltung hast, dass du irgendwann zum Ziel kommst. Und das fehlt vielen Menschen. Dazu lade ich dich heute ein, dir diesen Gedanken wieder zu geben, eine Vision zu setzen, Ziele zu setzen und zu glauben, dass es zu einem guten Ausgang in der Sache kommt. Wenn du also genauso sein willst, nicht nur wie die Kinder, sondern wie die Mäuse, die stets lösungsorientiert sich auf den Weg machen und sich selbst nicht leid tun, dann lade ich dich gerne ein, auch einen Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Berater bei uns im Team, sondern auch Coaches, die dir an der Seite stehen, die dich dabei begleiten, schnellstmöglich die neuen Lösungen zu finden. Ja, du kannst auch ohne Coach Lösungen finden, aber mit einem Coach, einem guten Berater oder Mentor findest du diese Lösung schneller. Du kannst also jetzt Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Du kannst gerne aber auch jetzt Daumen hoch machen für das Video, unser Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und das Gute ist, für diese Beratung auf Zeit wird auch ein Förderprogramm zur Verfügung gestellt, das 50-100% unserer Kosten auch übernimmt. Ich wünsche nun viel Erfolg dabei, den Käse wiederzufinden, neue Spuren in dein unternehmerisches Prozessgebilde reinzusetzen und vor allen Dingen einer der Ersten zu sein, die von der Krise zu profitieren. Die Entscheidung liegt bei dir, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50-100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.